Hallo, mein Name ist Jim Panse und in diesem Video geht es um Battlefield Hardline. Aber jetzt erstmal einen Schritt zurück, bevor ihr jetzt denkt, wow, jetzt sehen wir erstmal ein bisschen Material dazu, beziehungsweise hier kriegen wir alle Informationen, die wir unbedingt haben wollen und wir können ganz viele Fragen stellen und kriegen jetzt alle, alle, alle Antworten, die wir dazu haben wollen. Leider ist das halt eben nicht so. Wer sich dafür interessiert, wie ein Presseevent abläuft, der ist bei diesem kleinen Vlog jetzt hier genau richtig, weil das werde ich in den nächsten paar Minuten erzählen. Und wer jetzt nur hier ist, um sich ein bisschen Gameplay-Material anzuschauen und vielleicht schon die ein oder andere News dazu abzuschauen, zu kann ich nur sagen. Mein Gameplay befindet sich hier auf dieser kleinen 32 Gigabyte SD-Karte. Ja. Es ist alles hier im Prinzip drauf. Ich habe es natürlich schon kopiert, dass es auch auf meinem Rechner ist. Habe es gestern Abend auch noch gesichtet, denn ich bin gestern eingeladen gewesen zu EA nach Köln zu fahren mit ein paar anderen YouTubern und einem Haufen Presseleute, mit denen ich jetzt nicht so wirklich viel anfangen konnte, um Battlefield Hardline zu spielen beziehungsweise Da mal reinzuschnuppern, zu gucken, was hat sich verändert, was hat sich zum Positiven, was hat sich vielleicht zum Negativen irgendwie getan. Und und wie äh, sieht das ganze Ding halt irgendwie mittlerweile aus? Ich kann euch eins sagen. Ich darf über eigentlich noch gar nichts sprechen, weil wir haben eine Art Verschwiegenheitserklärung, das ist ganz normal, das hat, äh, haben im Prinzip alle Leute, die im Vorfeld schon auf solche Spiele ähm, Zugriff haben, beziehungsweise da eingeladen werden und wir dürfen im Prinzip so gut wie gar nichts zu dem Spiel momentan erzählen. Das hat im Prinzip eigentlich nur den Sinn und Zweck, dass EA zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt etwas veröffentlichen möchte, um dann nicht sich vorab jetzt schon so die Butter vom Brot holen zu lassen. Ich bitte darum Verständnis. Das heißt, ich kann jetzt hier auf die Fragen von euch gar nicht eingehen, außer natürlich so ganz oberflächlich Sachen, die ich schon beantworten kann, die also schon veröffentlicht worden sind, wie beispielsweise, dass das Spiel ja am 19. März released werden soll und äh, der Start in Deutschland, der 19. März ist dann quasi in Amerika. In Deutschland ist es dann also am 20. bzw. dann halt in Europa. Das ist allerdings das fertige Spiel, wozu EA noch kein Statement gemacht hat. Was wir jetzt allerdings seit gestern wissen ist, wann das Beta-Ding äh, losgeht. Also sprich, wann wir die Battlefield Hardline Beta spielen können. Und dazu werde ich leider auch nichts sagen dürfen, weil wir auch verpflichtet worden sind. Wir dürfen nicht sagen, wann wir unsere Videos veröffentlichen, weil ihr Schlauberger da draußen natürlich dann sofort euch ausrechnen könnt. Aha, wenn die Videos draußen sind, dann kommt ja auch im Prinzip sofort die Beta, beziehungsweise die Beta ist dann im Prinzip wie beim letzten Mal auch zeitgleich gelauncht worden. Wir erinnern uns an die letzte Battlefield Hardline Beta letztes Jahr. Da war das ja im Prinzip so ein, so so ein Hand-in-Hand-Ding bei der E3. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin gestern in Köln gewesen und wir haben da ein bisschen aufgenommen. Das war sehr, sehr nice. Ich weiß, dass äh, ihr schon wisst, dass der Fabian Siegesmund dabei war, der Tino von Wartime Diggity war dabei, von den Pizza Meats waren, waren zwei Leute dabei und natürlich war auch der Kollege, bei dem ich den Namen immer falsch ausspreche, Mafuyu X oder so, keine Ahnung, mit am Start, habe ich auch kennengelernt, sehr nice. Und äh, dann, wie gesagt, ein paar Presseleute waren mit am Stissel und die konnten nicht so richtig mithalten, was so das Gameplay angeht. Das heißt, die konnten wir erstmal so komplett wegschreddern, das hat echt Spaß gemacht. Ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir gestern gegen ein paar Leute von einem Presseevent, das zeitgleich in Großbritannien stattgefunden ist, äh, gekämpft, bzw. gespielt. Und äh, das hat so eine Art, ja, wie soll ich nicht sagen, Chancengleichheit nicht, aber das hat das Ganze so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Ich fand es persönlich sehr, sehr nice. Wie gesagt, wenn ihr nicht wisst, wie sowas abläuft, man wird, wenn man, ich sag mal, bei ähm, in der Presse arbeitet, bzw. wenn man bei YouTube so eine Art, ich sag jetzt mal, Status erreicht hat, wo man auch mal zu solchen Events eingeladen wird. Beispielsweise, ihr habt ein Battlefield. Kanal habt eine bestimmte Größe erreicht, dann werden automatisch die entsprechenden Leute von Electronic Arts bzw. Dice auf euch aufmerksam bzw. werden aufmerksam auf euch gemacht und dann gibt es schon mal die ein oder andere Einladung. Ich weiß, dass es in der Vergangenheit vielleicht auch schon mal so eine Art Wildcard gegeben hat bei bei anderen Events, aber bei solchen speziellen Presseterminen ist es mir nicht bekannt, dass also ich sag jetzt mal der normale Zuschauer zu sowas eingeladen werden würde, auch eben um im Prinzip so eine Art bestimmte Professionalität vorauszusetzen, dass man halt eben gewisse Informationen nicht an die Öffentlichkeit dringen lässt. Ich muss mich da leider dran halten. Ich würde euch gerne ganz viele Sachen erzählen, was es war, wie es war, wie, was man machen kann, was man nicht machen kann. Aber ich kann euch nur eins sagen, es, es dauert halt einfach nicht mehr lange. Und ich denke, wir werden alle jetzt auch noch die letzten paar, ich sag jetzt mal absichtlich, Wochen und Monate abwarten können, bis das Spiel dann letztendlich rauskommt. Mehr teasern darf ich halt an dieser Stelle dummerweise leider nicht. Und ich kann euch nur sagen: Diejenigen von euch, die bei Battlefield eine Menge Spaß haben und vielleicht jetzt nicht unbedingt so die perfekten Jet-Piloten beispielsweise sind und da ihren größten Spaß rausziehen, ja, die werden wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit, ich kann es jetzt einfach nur so sagen, mit Battlefield Hardline eine Menge, Menge Spaß haben. Also mein, mein Appell an euch, also mein Wunsch an euch wäre: gebt der Battlefield Hardline Beta einfach mal eine Chance, die Kommt auf allen Plattformen. Das wisst ihr auch schon, weil ihr habt die ganzen Benachrichtigungen wahrscheinlich dazu bekommen bzw. die News gelesen. Auf allen Plattformen bedeutet sowohl als auf den aktuellen Konsolen, also Xbox One und PlayStation 4, als auch auf der Xbox 360 und auf der PlayStation 3. Und das bedeutet, jeder von euch, der will, kann die Battlefield Hardline Beta zocken. Ich persönlich bin mal sehr gespannt darauf, wie erstens das Ganze bei euch ankommt und äh, zweitens natürlich, wie äh, aktiv dann äh, Battlefield Hardline im Vergleich zu Battlefield 4 dann sozusagen später gespielt wird. Denn bei mir wird das wahrscheinlich einen kleinen Platz auf dem Kanal natürlich fest einnehmen, genauso wie es einen äh, Platz noch für Battlefield 3 und Battlefield 4 auf meinem Kanal dann halt geben wird. Das wird jetzt, okay, das klang jetzt vielleicht alles ein bisschen durcheinander. Ihr wisst genau, was ich meine. Battlefield 4 ist momentan mein absolutes Zugwert. Das ist das, was ich auf meinem Kanal hauptsächlich mache. Und Battlefield Hardline wird dann wahrscheinlich genauso Einzug halten. Aber größtenteils wird sich das dann halt so ergeben, was man damit machen kann und was man damit nicht machen kann. So, jedenfalls, wir sind, äh, jetzt muss ich eben kurz das eben zu Ende bringen, wir sind dann in Köln unterwegs gewesen, beziehungsweise bei ihr in Köln gewesen, eingeladen worden. Das ist wie so eine LAN-Party. Man sitzt da, kann das aktuelle Spiel dann halt spielen, auch wie gesagt nach den Regeln, die sich dann der Publisher, in diesem Fall Electronic Arts, vorgestellt hat, vorgegeben hat. Das war auch alles cool. Wir hatten da im Prinzip die volle Möglichkeit. Wir wurden auch jetzt nicht direkt überwacht, dass da direkt einer neben dir steht. Und die ganze Zeit, guckt, was tust du da, was tust du da nicht, versuchst du es kaputt zu machen, so ist das überhaupt nicht. Und ähm, kann dann im Prinzip das Gameplay-Material hier äh, quasi komplett mit nach Hause nehmen, um es dann dort weiter zu verarbeiten. Das Coole dabei ist, ich werde das komplette Gameplay-Material, was, also die vollständigen Runden, ich habe natürlich auch ein paar Runden, die habe ich abgebrochen, da gab es dann halt was zu essen, oder da ist man irgendwie mit einem YouTuber kurz rausgegangen oder man, man hat irgendwie noch tausend Einstellungen gemacht. Die vollständigen Runden, die ich habe, und das sind ein paar, die äh, werde ich komplett für euch mit einem Wasserzeichen versehen von mir und werdet die, sobald also meine Videos online gehen, werde ich die euch zur Verfügung stellen. Das heißt, dass ihr die auch direkt benutzen könnt. Ihr könnt euch die dann runterladen und könnt eigene Videos dazu erstellen. Ich ähm, habe das bei den Suicide Buggy Squad Jungs gesehen, die das bei ihrem Material aus Amerika so gemacht haben. Und das möchte ich sozusagen als äh, Vorlage dafür nehmen, um das also quasi euch allen auch zugänglich zu machen. Heißt für euch, wenn die Beta losgeht, beziehungsweise dann auch unsere Videos zur Verfügung stehen, also öffentlich sind, werdet ihr bei mir dementsprechend unter den Videos auch immer einen Download-Link finden zu dem entsprechenden Original Gameplay und ihr könnt euch dann gerne diesem Gameplay äh, annehmen und es auf euren eigenen Kanälen hochladen. Einzige Bitte wäre dann halt, dass ihr das erstens das Wasserzeichen drin lasst und natürlich noch sagt, wo ihr das ganze Ding habt. Jetzt habe ich schon wieder viel zu lange gelabert, als ich äh, als ich ursprünglich eigentlich vorhatte. Ich kann euch einfach nur an dieser Stelle sagen, haltet die Füße noch ein bisschen flach. Es dauert jetzt wirklich nicht mehr lange. Ich darf es leider nicht sagen, habe ich jetzt oft genug erwähnt, ähm, wann es wirklich losgeht. Mein Name ist Jim Panse. Und das war so ein kleiner Einblick in die Welt äh, hinter die Kulissen zu den Spiele-Publishern und wie so, ein, wie so eine Art Einladung und so eine Art, äh, ja, keine Ahnung, so ein Pressetermin dann vielleicht auch mal aussieht. Wir sehen uns vielleicht später, denn heute Abend werde ich wieder livestreamen. Wir werden auch ein bisschen zocken. Und ähm, ja, morgen ist dann der dubiose 12-Stunden-Livestream der nächste. Ich habe den jetzt noch gar nicht großartig angekündigt. Das muss ich auch noch irgendwie. Ich glaube, das ist morgen einfach auf mich zukommt. Also, morgen den ganzen Tag Livestream auf dem Panses-Kanal bei Hitbox. Ich sehe euch da. Bis dann. Ciao.